Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal auf verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute schauen wir wieder gemeinsam auf die kommende Woche. Und zwar ist es die Woche vom 25. bis 31. März. Wir schauen wieder gemeinsam mit Tarot und mit Lenormand, was uns denn diese Woche so zu sagen hat. Du kannst von Montag bis Sonntag schauen oder es ergibt für dich eine komplette Wochenbotschaft. Versuch nicht unbedingt, diese Botschaft in die kommende Woche zu pressen. Für manche ist die Energie schon da gewesen, manche befinden sich gerade mittendrin. Für manche kommt diese erst noch in den nächsten Tagen und Wochen. Ne? Das kann auch manchmal ein Prozess sein, ne? Der hier auf dem Tisch liegt. Ja, und der, der seine Zeit braucht, der allmählich voranschreitet. Es ist auch wie immer ein allgemeines Orakel. Es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch, geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche, das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles erledigt mit dem Vorgeplänkel und wir starten in deine erste Karte in der kommenden Woche. Tada, die Liebenden. Also, in der kommenden Woche scheint es um die Liebe zu gehen, um Liebesangelegenheiten, um Partnerschaft, um Herzensentscheidungen. Die Liebenden können für das Sternzeichen Zwillinge stehen. Also, hier könnte eine Herzensentscheidung anstehen, hier könnte eine Herzensentscheidung von dir gefordert sein oder es kommt irgendwas auf dich zu, wo du zuerst dein Herz fragen solltest, was denn die Antwort ist. Ne? Also spür da mal in dich rein, in dein Herz und in deine Seele, wenn irgendeine Entscheidung in dieser Woche auf dich zukommt, was denn dein Herz und deine Seele dazu sagt. Ne? Da kannst du deine Augen schließen, einfach mal deine Hand auf dein Herz, auf deine Seele legen, wo du spürst, dass dort deine Seele ist und dort mal hineinspüren und mal hinfragen, wie du dich denn entscheiden sollst. Hier ist eine ganz spannende Bebilderung. Na, hier haben wir nämlich eine Königin, die sehr bestimmt ist, sehr dominant ist, hier ihren Diener wegschicken möchte. Und hier habe ich, das ist ja das Alice im Wunderland-Tarot, hier habe ich Alice, die so ein bisschen schlichtet. Also, es könnte sein, dass hier vielleicht jemand auf dich zukommt mit einem Angebot. Ne? Hier liegt ja auch was auf dem Tablett, ne? Mit einem süßen Angebot, mit einem herzlichen Angebot. Und du dein, wo dein erster Impuls sein könnte, okay, ich schicke diesen Menschen wieder weg. Ne? Also du könntest sehr auf deinen Standpunkt beharren. Und ja, es braucht vielleicht von außen so eine Person, eine Energie, die sagt, ruhig, nicht gleich überstürzt handeln. Schau dir das erstmal an. Schau ja erstmal, was hier mitgebracht wird, was hier auf dem Tablett liegt. Und triff dann deine Entscheidung. Ne? Also die Karte sagt eigentlich, sei nicht impulsiv, reagier nicht sofort aus dem Moment heraus, ne? Das ist meistens eine Ego-Reaktion, sondern spür mal in dich rein, was möchte denn dein Herz und deine Seele. Also hier könnte jemand mit einem Angebot auf dich zukommen, wo hier eine Herzensentscheidung gefragt ist. Genau, und dann habe ich hier den Page der Kelche, kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Also hier möchte jemand mit einem liebevollen Angebot auf dich zukommen. Hier ist jemand auf dem Weg zu dir mit einem gefüllten Kelch, da ist ein Fisch drin. Der Fisch steht für mich immer für das Fließen der Gefühle und der Fisch hat ja auch eine Nachricht im Mund. Also es könnte auch eine Nachricht in dieser Woche auf dich zukommen, eine liebevolle Nachricht, eine Nachricht, die eine Entschuldigung enthält, eine Nachricht, die hier ein liebevolles Angebot enthält. Hier hatte sich vielleicht auch jemand lange in diesem Häuschen verbarrikadiert und wollte hier keinen Fuß ins Wasser setzen. Also hier hat vielleicht auch jemand die Gefühle, die Emotionen abgelehnt.
Ne? Und jetzt ist aber der Moment gekommen, wo man hier aus diesem Häuschen rausgekommen ist und dir etwas übergeben möchte. Ne? Für viele nehme ich eine liebevolle Nachricht wahr, die hier auf dem Weg zu dir ist und die du vielleicht erstmal aus deiner ersten Emotion, aus deinem Ego heraus vielleicht erstmal ablehnen könntest. Ja, wo du dann vielleicht beim zweiten, beim dritten Hinschauen, wenn du dann in dich reingefühlt hast, dann doch wieder eine ganz andere Meinung hast. Ne? Also es geht hier um Liebe, es geht hier um Partnerschaft, es geht hier um eine Herzensentscheidung. Und dann habe ich hier den Herrscher, kann für das Sternzeichen Widder stehen. Das könnte diese Person sein, die vielleicht in der Vergangenheit sehr beherrscht war, sehr kontrolliert war. Sich vielleicht auch oft verstellt hat und verkleidet hat, ne, weil ich habe hier den Herrscher als Vogel, aber mit menschlichen Händen. Ne, also hier hat jemand irgendwie nicht seine wahre Gestalt gezeigt, sein wahres Gesicht gezeigt, hat sich vielleicht auch oft Bestätigung von außen geholt, ne, wollte gesehen werden, wollte anerkannt werden. Was im Außen gedacht wird, wie man im Außen erscheint, das war diesen Menschen sehr, sehr wichtig. Und was die Gefühle betrifft, na, hier ist ja Rücken an Rücken, hat man das oft abgelehnt. Ne? Man hat oft sich, sein Herz und seine Seele beherrscht und kontrolliert, damit hier ja nichts Gefühlvolles nach außen kommt. Ne? Man hat sich hier in diesem Häuschen verbarrikadiert. Und du könntest diesen Menschen in der Vergangenheit sehr kalt auch erlebt haben, sehr fordernd erlebt haben. Also der Herrscher könnte auch jemand sein, der manchmal sehr egoistisch rüberkommt, wo die Menschen nach seiner ihrer Pfeife tanzen sollen. Ne, hier wollte auch jemand oft recht haben und deswegen könntest du auch hier so reagieren. Ja, also so hier kommt was in dein Feld und du könntest sagen, nee, dort ist die Tür, mein Freund. Dort ist die Tür. Ne? Also das, was du hier vom Stapel gelassen hast, das reicht mir. Ne? Also so könnte das sein. Ich nehme aber hier eine Wende wahr, eine Umkehr wahr, ne? Was Liebevolles war. Ne? Hier liegen auch so Herztörtchen auf dem Tablett. Ne? Vielleicht brauchst du von außen wirklich so jemand wie einen Mediator, der dir hier vielleicht auch mal die andere Sichtweise präsentiert. Ne? Das kann in einer Freundschaft sein, jemand. Oder das kann eine Energie sein, die dich hier unterstützt, ein Krafttier, wie auch immer. Ja, also das wird eine sehr konträre Energie sein von dem, was du hier gewöhnt bist. Dann habe ich hier den Page der Münzen, kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Was ich als erstes hier reinbekomme. Es wird auch was Schönes im Osternest liegen, ne? Wir haben hier eine Hasenenergie, ist ja die Osterwoche. Hier liegt was Schönes, hier liegt was Stabiles im Osternest, ne? Dieser Mensch, der hier auf dich zukommt, der war vielleicht auch eine Zeit lang dem schnöden Mammon verfallen. Also dem war es wichtiger, was man hier in den Händen hält, materialistisch veranlagt. Mein Haus, mein Auto, mein Status, ne, so ungefähr. Hier hat man auch oft das, was wichtig ist, vernachlässigt, ne, weil dieser Page der Münzen, der schmeißt ja hier seinen ganzen Vorrat raus und steckt die Münze in die Tasche. Und irgendwann auf dem Weg, auf dieser Wanderschaft, wird dieser Hase merken, okay, die Münze kann ich nicht essen. Na, also es wäre ja klug gewesen, ich hätte hier mal ein, zwei Brote drin gelassen und mich nicht nur darauf konzentriert. Na, also da schaut dieser Herrscher hin und das ist die Energie, die hier auf dich zukommt. Also so kennst du diesen Menschen. Beherrscht, kontrolliert, kalt, egoistisch, versessen auf Münzenergie, na, auf Geld, auf Materie, auf Status, was dieser Mensch im Außen darstellt. Und jetzt merkt man hier aber, ich verhungere hier. Ich verhungere hier, wenn ich mich nur auf die Münzen konzentriere. Ich brauche ja auch was Stabiles, was Geerdetes, was mich nährt, was mich sättigt, worauf ich bauen kann. Ich brauche hier
eine gesunde Substanz. Ne? Ich darf ja auch meinen Körper gut ernähren, meinen Körper, Geist und Seele gut ernähren. Sonst bringt mir diese Münze, bringt mir sonst gar nichts. Ne? Und ich kriege auch so ein emotionales Verhungertsein rein bei diesen Menschen. Ne? Man hat das hier viel, über viele Jahre betrieben, die Gefühle beherrscht und kontrolliert und auf den Status versessen, auf Geld versessen. Und jetzt merkt man hier, dass man verhungert, emotional verhungert. Und da geschieht so eine Umkehr. Ne? Da geschieht so ein Wechsel des Blickwinkels. Und du könntest diesen Menschen wirklich so kennen, deswegen sagst du hier, nee, also du kommst mir hier nicht mehr ins Haus. Ne? So eine Energie habe ich hier. Und dann habe ich hier die 8 der Schwerter. Dieser Mensch könnte auch Angst haben, hier alles zu verlieren. Ne? Wenn man hier ins Gefühl reingeht, wenn man das hier fließen lässt, ohne das zu beherrschen, ohne das zu kontrollieren, wenn man sich nicht hier drauf wie ein Wahnsinniger stürzt. Also hier sind auch Ängste da bei diesen Menschen. Das kostet diesen Menschen die Überwindung, so auf dich zuzukommen. Gefühlvoll, emotional, ne, offen mit dir über seine, ihre Gefühle zu sprechen. Man hat hier Angst, die Karten auf den Tisch zu legen. Na? Ja, hier auch reinen Tisch zu machen, ehrlich zu sein. Aber dieser Mensch kommt ja nicht drum rum, weil hier ist ja auch Regen auf dieser Karte. Hier bricht was nieder, hier kommt der Regen von oben. Und hier wird auch was wachsen, ne? Hier oben habe ich die Pilze und die wachsen ja ganz schnell, ne? Wenn da mal so eine feuchte Nacht war und dann scheint wieder die Sonne, ne, dann sprießen die ja wahnsinnig schnell aus dem Boden. Und der Pilz ist ja auch ein Glückssymbol. Also wenn dieser Mensch hier gefühlvoll auf dich zukommt und endlich mal die Karten auf den Tisch legt und sich hier nicht beherrscht und kontrolliert und mal ehrlich ist, mal loyal ist, ne, dann wird es diesen Menschen befreien. Also hier wirklich mal Tacheles zu reden und die Karten auf den Tisch zu legen, das wird sehr befreiend sein und wird hier Glück bringen. So kriege ich das rein. Und dann haben wir hier den König der Kelche und dann kann dieser Mensch vom Bube der Kelche zum König der Kelche wachsen. Also es braucht diesen Schritt, dass dieser Mensch sagt, okay, ich gehe hier ins Gefühl, ich beherrsche mich hier nicht, ich kontrolliere mich hier nicht, ich bin hier ehrlich und loyal und lege hier mal die Karten auf den Tisch, wie es wirklich ist. Und das bringt diesen Menschen ins Wachstum. Ne? Ich habe ja auch hier Wachstum mit den Pilzen. Das wird diesen Menschen glücklich machen. Das wird diesen Menschen befreien. Das wird diesen Menschen hier aus diesem Modus raus bringen. Ne? Hier ist auch jemand auf dem Weg zu dir. Hier schippert jemand auf seinen Emotionen zu dir ins Feld. König der Kelche kann wieder ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Also hier ist ein großes Wachstum da. Von dem Zeitpunkt, wo du diesen Menschen das letzte Mal gesehen hast, bis zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Mensch jetzt hier in dein Feld schippert, in dein Feld reist, in dein Feld fließt, quasi, hier fließt jemand quasi auf seinen Emotionen in dein Feld. Da ist eine Zeit vergangen, nehme ich rein, und das ist auch anders, ne? Also du wirst merken, dass dieser Mensch reifer geworden ist, erwachsener geworden ist, egal welches Alter, auf welches Alter du hier schaust, hier ist ein Wachstumsprozess passiert. Hier darf jemand aus seinen Ängsten rauskommen, die Karten ehrlich auf den Tisch legen und dann geschieht hier Wachstum. Das wird diesen Menschen auch in die Freude, in das Glück bringen. Na, dann haben wir hier noch ein paar Karten, die dieser Mensch dir von Zeit zu Zeit zeigen wird. Also das könnten auch Geheimnisse sein, von denen du nichts weißt, die man dir vielleicht peu à peu, Stück für Stück nahe bringen möchte, weil das vielleicht nicht so einfach ist, weil das vielleicht auch was mit dir machen könnte. Sowas kriege ich rein. Man wird es aber liebevoll tun. Na, also hier schwimmt jemand auf seinen Emotionen in dein Feld. Also so kriege ich das rein. Wenn hier einmal die Augenbinde abgenommen wurde, wenn man sich hier einmal befreit hat, dann voller Fahrt voraus. Ne, so kriege ich das rein. Dann schwemmt es diesen Menschen
durch die Emotionen, die man so lange unterdrückt hat, einfach in dein Feld. So kriege ich das rein. Und dann habe ich hier die 9 der Stäbe. Und das könntest du sein. Ja? Also gleicher Gesichtsausdruck wie hier vorn. Du kommst mir hier nicht rein. Nein, ich halte hier meine Tür verschlossen. Na, die 9 der Stäbe ist so die Karte. Ich beschütze mein Feld, ich beschütze mich, weil ich hier schon viel erlebt habe. Du hast ja vielleicht mit diesen Menschen schon viel erlebt. Ja? Du könntest ja einige Wunden davongetragen haben. Du hast Angst, dass hier neue Wunden dazukommen, dass die alten wieder aufreißen, die vielleicht noch nicht richtig verheilt sind. Und hier braucht es einfach Zeit. Dieser Mensch darf sich hier Mühe geben, darf hier Geduld haben, dass du einen Stab nach dem anderen abbaust. Ne, und wieder hier Platz schaffst in deinem Feld, um diesen Menschen einzulassen. Ne, jetzt ist natürlich, du entscheidest ja hier. Ne, wenn du ja sagst, nee, brauche ich nicht mehr. Ist hier so viel passiert, ich habe hier so viel erlebt, ich habe hier auch meine Erkenntnisse draus gezogen, ich habe hier Erfahrungen gesammelt, die sehr schmerzhaft waren und jetzt reicht es mir einfach. Dann ist es natürlich deine Entscheidung. Ja, aber ich sehe hier die 9 der Stäbe, die macht es aus Angst heraus, verletzt zu werden. Ne? Also darf man hier wieder diese Stäbe zurückbauen. Ja, aber dieser Mensch wird es nicht einfach haben. Das nehme ich wahr. Ne? Also dieser Mensch wird vielleicht auch erstmal bei dir auf Ablehnung stoßen und wird es dann wieder probieren und wird es dann wieder probieren, bis hier der letzte Stab abgebaut ist. Ne? Also ich nehme hier wahr, dieser Mensch braucht Zeit und Geduld und Mut. Um hier wieder Einlass zu bekommen in dein Feld, in dein Leben. Wir haben ja sehr viele Personenkarten, ich nehme hier aber nur eine Person wahr, sage ich euch ehrlich. Also wenn ich hier mehrere wahrnehmen würde, würde sich das für mich anders anfühlen. Ja, also hier liegt ein Prozess drin bei diesem Menschen und hier liegt ein Wachstum drin. Und du traust auch dem Braten nicht wirklich. Ne, weil du merkst, hier ist noch was, hier hält jemand noch Karten zurück. Hier ist noch was Unausgesprochenes, hier ist noch was, was noch nicht aufgedeckt ist. Ne, das wird ja aber dieser Mensch von Zeit zu Zeit, wenn du wieder hier abbaust, wenn du wieder hier Vertrauen fasst, nach und nach erzählen und berichten und diese Karten auf den Tisch legen. Das wäre wahrscheinlich beim ersten Wiedertreffen wäre das zu heftig. So kriege ich das rein. So, da schauen wir mal, was unter dem Kartendeck ist. Und dann habe ich hier die 7 der Kelche. Du bist verwirrt, du bist im Gefühlschaos, du weißt nicht so recht, ist es echt, ist es loyal, ist es ein Traum, ist es ein Wunsch. Ist es eine Illusion von mir? Also du weißt gar nicht so richtig mit deinen Gefühlen wohin. Also du bist verwirrt. Ne? Du weißt nicht, willst du das nicht? Fühlst du hier noch was? Fühlst du hier nichts? Und das darf sich erstmal setzen lassen. Ne? Vor allen Dingen weißt du nicht, was ist denn hier drin, wenn dieser Mensch zu dir kommt? Ne? Sind es hier die Geister der Vergangenheit? Meint hier jemand ehrlich mit dir? Ist es hier ein Luftschloss, was ich mir baue? Wer weiß, was hier noch ans Licht kommt, an düsteren Kreaturen. Vielleicht ist ja auch was ganz Süßes, was Zartes drin. Na, also diese Fragen stellst du dir. Also hier, das bringt dich ins absolute Gefühlschaos, was aber auch mal sein darf. Na, also du darfst dann gut auf dich schauen und dir vielleicht auch erstmal Zeit erbeten, die du hier brauchst, dass sich das widersetzen kann bei dir. Ja? So, dann schauen wir mal auf die Lenormand-Karten. Dann habe ich unter den Liebenden habe ich die Sonne. Also, es ist auf jeden Fall ein schönes Angebot, was dir hier dieser Mensch macht. Hier kommt wieder Sonne rein, hier kommt wieder Licht rein, hier kommt wieder Geborgenheit rein, hier kommt wieder Wärme rein, hier kommt wieder Licht rein und hier kommt was Positives rein. Ne? Also dieser Mensch möchte auch diesmal mit dir in den Erfolg gehen. Die Sonne steht auch für den Erfolg. Größte Glückskarte im Lenormand, also diese Verbindung, diese Liebesverbindung,
Ja, die ist im Herzen ganz stark mit der Sonne verbunden. Also die Grundessenz dieser Verbindung, die Seele dieser Verbindung, die Basis dieser Verbindung ist Licht und Wärme und Geborgenheit und Liebe und Erfolg. Ne? Hier liegt was Positives zugrunde. Das konnte aber wahrscheinlich in der Vergangenheit noch nicht erkannt werden, zumindest noch nicht von diesen Menschen. Und hier findet aber, wie gesagt, ein Wachstumsprozess statt. Dann habe ich hier unter dem Page der Kelche, habe ich den Mann, dein Gegenüber. Und hier schaut auch jemand aufs Licht. Hier hat vielleicht auch jemand zum ersten Mal wieder Licht in seinem Leben entdeckt. Und du könntest auch dieses Licht für diesen Menschen sein. Du könntest dieser helle, leuchtende Stern sein, ne? Den dieser Mensch immer gespürt hat, gesehen hat, ne? Und jetzt endlich erkennt, okay, ne, was ich hier so in der Vergangenheit vom Stapel gelassen habe, war nicht so toll. Ich darf jetzt in die Emotionen gehen, ich darf jetzt in die Gefühle gehen und ich darf hier eine liebevolle Nachricht senden in dein Feld. Na, also hier schaut auch jemand auf dich, auf diesen wundervoll strahlenden Stern. Wenn du jetzt sagst, nee, ich strahle hier überhaupt nicht mehr vor diesen Menschen, doch tust du. Die Essenz, die Basis dieser Verbindung ist Licht. Na, ob du das willst oder nicht, du strahlst ja. Ich nehme dich auch sehr mit einer schönen Aura wahr, ne, mit einer lichtvollen Aura wahr. Also wenn du den Raum betrittst, da sehen die anderen Menschen dein Licht, dein Strahlen, ne? Und dieser Mensch auch, ne? Vielleicht hat man das vorher nicht wahrgenommen, weil man sich absolut abgegrenzt hat, beherrscht hat, kontrolliert hat, ne? Also diesen Menschen geht ja auch ein Licht auf, ne? Ich habe ja so die Krone, die oben drüber schwebt, und diesen Menschen geht ja ein Licht auf und dieser Mensch sagt sich, okay, ich werde hier eine Nachricht absenden. Eine liebevolle Nachricht, eine liebevolle Geste. Ein Kompliment. Kann alles Mögliche sein, was hier im Kelch ist. Dann habe ich unterm Herrscher habe ich das Kind. Und dieses Verhalten könnte aus der Kindheit herrühren bei diesen Menschen. Na, dass man sich kontrolliert, dass man sich beherrscht, dass man Aufmerksamkeit braucht von anderen Menschen, weil hier ein inneres Kindthema ist von, ich habe mich nicht geliebt gefühlt, ich habe mich nicht gewollt gefühlt. Ich habe mich nicht sicher und stabil gefühlt, deswegen brauche ich auch so viel Bestätigung im Außen. Das ist ein inneres Kindthema von diesem Menschen. Das darf aufgearbeitet werden, das darf erkannt werden. Ne? Und dann kann es ja auch einen Neuanfang geben. Ne? Wenn man das endlich reflektiert hat, wenn einem das bewusst geworden ist, warum man sich hier verhält, warum man die Gefühle begrenzt, warum man die Gefühle kontrolliert hat. Das ist ein inneres Kindthema, ja, weil man sich hier nicht aufgehoben gefühlt hat, nicht sicher gefühlt hat, nicht geliebt gefühlt hat. Ne? Vielleicht waren die Eltern abwesend, vielleicht war nur ein Elternteil da, vielleicht ist hier jemand gegangen, ne? Vielleicht haben sich die Eltern nicht gekümmert, aus irgendwelchen Gründen heraus, ne? Die vielleicht selber in ihrer Kindheit liegen. Das könnten alles so Dinge gewesen sein und dann wachsen hier solche Herrscher ran. Ja, völlig abgespalten von Gefühl und Emotion, immer im Außen. Na, ich brauche Bestätigung, weil ich mir die selber nicht geben kann. Na, das ist ja auch schon eine Erkenntnis. Ich brauche im Außen Bestätigung, weil ich mir die selber nicht geben kann. Meistens merken das diese Menschen nicht, aber hier liegt ja ein Wachstum drin. Na, hier liegt auch eine Erkenntnis drin. Und ich brauche im Außen Bestätigung, weil ich das nie bekommen habe von meinen engsten Angehörigen. Na, also das darf sich dieser Mensch selber erschaffen. Na, ich kriege hier ganz stark ein inneres Kindthema rein. Und dann kann es hier einen Neuanfang geben, wenn man das reflektiert und bearbeitet hat. Dann habe ich unter dem Bube der Münzen habe ich den Turm. Mit dem Kind habe ich hier auch, dass man sich oft eingesperrt gefühlt hat in der Kindheit. Oder man wurde auch eingesperrt, hatte Stubenarrest ganz häufig oder wurde in den dunklen Keller gesperrt, kriege ich rein, oder auf den Boden gesperrt, weil ein oder alle beide Eltern überfordert waren
und das so als Maßnahme gesehen haben. Das innere Kind fühlt sich immer noch eingesperrt. Also das wäre die Aufgabe dieses Menschen, das innere Kind zu befreien und wirklich an die Themen mal ranzugehen. Na? Man dreht ja aber noch den Rücken zu, also es ist langsam im Werden, es ist langsam im Bewusstsein. Dann habe ich ja hier unter dem Bube der Münze habe ich den Turm. Und man hat lange gedacht, dass Arbeit, Status, ne, der Turm kann auch für die Arbeit stehen, Geld, das Nonplusultra sind, mit dem man sich glücklich fühlt. Ne, aber indem man das gemacht hat, indem man sich nur hier drauf konzentriert hat, hat man sich selber in einen Turm gesperrt, hat man sich selber abgeschottet von den Gefühlen, von den Emotionen und hat sich immer mehr von sich selber entfremdet und auch von seinem inneren Kind. Und das kommt jetzt ins Bewusstsein, ne? Also das wird diesem Menschen klar werden. Und dir ist es schon lange klar, ne? Und jetzt erinnert sich dieser Mensch vielleicht auch an eure Begegnungen, an eure Gespräche, auch das, was du mal gesagt hast zu diesem Menschen, das fruchtet jetzt. Ne, also ihr könntet darüber schon Gespräche geführt haben. Also dir ist es bewusst, was bei diesem Menschen los ist und los war. Und das könnte jetzt endlich, die Sonne kann auch so für so eine Glühbirne stehen. Das könnte jetzt endlich hier diese Menschen, könnte diese Glühbirne endlich angehen. Das habe ich auch. Dann habe ich unter den 8 der Schwertern habe ich die Sense. Also. Die Ängste gehen hier raus. Hier wird jemand die Karten auf den Tisch legen. Trotz noch so großer Angst wird man sich hier befreien und offenbaren. Na, das sind ja eigentlich nur die Ängste, die man im Kopf hat. Und die Sense schlägt hier auch in den Turm. Also hier ist eine Befreiung da. Hier wird man sich aus diesem Turm befreien. Na, aus diesem Rückzug befreien. Auch das innere Kind aus diesem Rückzug befreien. Also hier ist ganz schön viel los bei den Menschen, auf den du schaust. Und dann habe ich hier unter dem König der Kelche habe ich das Buch. Also dir wird dieser Mensch einiges offenbaren an Geheimnissen, die du noch nicht weißt, die du noch nicht kennst. Na, also du wirst auch, wenn du diesen Menschen Fragen stellst, wird dir dieser Mensch offen und ehrlich antworten. Na, ich habe hier das offene Buch. Hier wird Seite um Seite um Seite umgeblättert. Na, also hier kommt dieser Mensch auch offen auf dich zu, ja, ehrlich auf dich zu, wird eine Karte nach der anderen aufdecken. Also ihr werdet hier viel kommunizieren, dieser Mensch wird dir viel erzählen aus seinem Lebensbuch, was du noch nicht weißt. Ja. Und dann habe ich hier drunter ein geschlossenes Buch und das könnte das Buch eurer Verbindung sein. Wenn dir dieser Mensch dann seine Geschichte erzählt hat, ja, das könnte eine Weile dauern, ne, weil ich nehme das ja wahr, wie ich schon sage, das passiert nicht alles in einer Woche. Das ist ja ein Prozess, vor allen Dingen, weil auch du Zeit brauchst und dieser Mensch mit dir Geduld haben darf. Wenn das ja alles berichtet ist, wenn das ja alles erzählt ist, was seine Zeit braucht, dann könntet ihr wieder anfangen, gemeinsam in eurem Buch zu schreiben. Ne, so nehme ich das wahr. Und es wird dir dieser Mensch sehr emotional erzählen und berichten. Wirklich auch über die Gefühle, wie man das damals wahrgenommen hat. Ne? Und es wird auch in diese Menschen einen Prozess anstoßen und dabei wird dieser Mensch merken, okay, wenn ich hier wirklich ins Gefühl reingehe und wenn man dir das erzählt, dann findet da auch eine Befreiung statt. Ne? Dann findet hier ein Wachstum statt. Dann gehen die Ängste immer mehr und immer mehr raus. Ne? Also das wird diesen Menschen sehr gut tun und es wird diesen Menschen befreien, dir das zu berichten, dir das zu erzählen. Und dann habe ich unter den 9 der Stäben habe ich das Kreuz. Na, also das ist schicksalhaft hier, eure Verbindung, eure Begegnung. Na, das Kreuz spiegelt ja auch in die Sonne und jetzt ist die Zeit, dass sich hier Karma wendet. Na, also das, wovor du dich hier schützt, das liegt in der Vergangenheit. Na, hier wird ein positives Karma wird hier entstehen. Eine positive, ihr könnt auch, ich krieg auch rein, ihr könnt hier euer Schicksal
In der Vergangenheit, ihr könnt euch auch eine schöne Vergangenheit schenken, eine schöne Geschichte schenken. Ihr könnt eure Vergangenheit auch umschreiben, so kriege ich das rein. Ja, also das, wovor du dich hier schützt, das ist die Vergangenheit. Das ist so dieses Karmische, was du auch spürst. Und jetzt kommt hier aber ein lichtvolles Karma rein. Ja, ein lichtvolles Schicksal rein. Das möchte erblühen. Ne? Das habe ich ja in vielen Orakeln schon gehabt, wo sich das jetzt wendet. Wo jetzt endlich die Zeit dafür ist, wo man durch eine lichtvolle Tür, durch ein lichtvolles Tor geht. Ne? Und das negative Karma wird auch aufgelöst, indem man darüber spricht, indem man sich die Geheimnisse anvertraut. Ne? Kann sich das immer mehr und mehr erlösen und erleichtern. Und ja, also das liegt auch in eurer Geschichte, in eurer Verbindung, hier ehrlich miteinander zu sein, offen miteinander zu sein, Geheimnisse zu teilen, innere Geheimnisse auch. Na, ich kriege ja auch spirituelle Geheimnisse rein, also dass ihr vielleicht beide universell gut angebunden seid und auch Einblick habt in andere Leben, in andere Dimensionen, die ihr schon miteinander habt oder hattet. Und da auch einiges aufräumen könnt. So kriege ich das auch rein. So, und dann schauen wir hier nochmal unter das Kartendeck. Und dann habe ich den Anker. Also, eure Verbindung. Jetzt wollen wir gerade wie niesen. Ging aber nicht. Also, eure Verbindung wird sich verankern. Das wird stabil werden. Ne? Ihr werdet hier gemeinsam an einem schönen Ort euren Anker legen. Ne? Und das wird von beiden Seiten. Wird es stabil sein, wird es gefestigt sein. Ja, hier wird sich ein positives Schicksal, ein positives Karma verankern können. Ja, und das kannst du natürlich dann auch erst, wenn du hier aus deinem Gefühlschaos raus bist. Ja, das wird eine Zeit brauchen, bevor du hier aus dem Gefühlschaos raus bist, bevor du hier wieder vertraust. Das wird eine Zeit brauchen. Also dieser Mensch wird hier, drunter lagen übrigens die Neun der Kelche, die Wunscherfüllung in Sachen Liebe. Also dieser Mensch wird hier eine Zeit brauchen, um wieder dein Vertrauen zu gewinnen. Ne? Das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht viele Gespräche, die vieles ändern werden zwischen euch. Das kriege ich ganz klar rein. Hier wird viel gesprochen werden, hier wird viel berichtet werden, hier wird viel erzählt werden. Und es wird euch stabiler machen in dieser Verbindung. Na, kriege ich ganz klar rein. Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch hier ein schönes Osterei ins Nest gelegt. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn ihr mal ein Abo da lassen wollt, würde ich mich ganz sehr freuen. Über einen lieben Kommentar natürlich auch. Und über einen Daumen hoch und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ich lade dann nämlich jeden Tag die Sternzeichen-Orakel für den April hoch. Na, also sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut.